Haben wir überhaupt alles erledigt? Warte mal ganz kurz. Numero uno. Wir haben keine Skillpunkte. Wir haben dafür aber vier Badass-Tokens. Yes. Ladegeschwindigkeit, Feuerrate. Ich weiß gar nicht genau. Ich würde eher sagen mal Waffenschaden. Schild-Ladeverzögerung nehme ich auch immer sehr gerne. Beispielsweise die Feuerrate. Naja, Granatenschaden. Ja, sehr gerne. Und der Nahkampfschaden, der darf auch mal ein bisschen gepimpt werden. Das ist gut so. So, wie sieht denn unser Inventar aus? Unser Inventar sieht gerade so aus, da 28 von... Ah, mir fällt da gerade was ein. Dafür brauchen wir erstmal einen Ein hervorragender Automaten. Tag für den Kapitalismus. War mir wieder ein Vergnügen. Du bist mein millionster Kunde. Ja, bla bla Lass mir bla. das Ding So, wir verkaufen durchbringen. jetzt erstmal. Ich dachte, der ist irgendwann fertig mit Labern, aber der labert immer weiter, sofern ich etwas kaufe. Ja, man muss sich natürlich auch immer bedanken, ist klar. So, die Granatenmod, die brauchen wir nicht. Wir brauchen ebenso wenig diese Schilder hier. Boah, jetzt muss ich da immer, dass dieses Ding da immer hochgeht. So, zack, zack. So, jetzt ja nicht das verkaufen, was ich anhabe. Und der ist doch eigentlich der meiste. Das meiste ist doch eigentlich... Nee, okay, gut. Nicht das meiste. Nicht mal die Hälfte ist episch. Nur hier. Egal. So, die grünen Waffen, die können wir ehrlich gesagt auch verkaufen, weil nämlich wir brauchen hauptsächlich die weißen Waffen. So, deswegen würde ich sagen, zack, zack. Und die dürfen noch weg. Die Sniper darf auch noch weg. Dann haben wir hier eine Pumpgun, beziehungsweise zwei Pumpguns. Verbraucht zwei Schuss pro Munition, zwei Munition pro Schuss explodiert beim Nachladen wie eine Granate. Ja, aber ganz ehrlich, nein. So, dann haben wir hier zwei Panzerfäuste. Explodiert beim Nachladen wie eine Granate, verursacht extra Explosionsschaden. Genauigkeit, Feuerrate, Ladegeschwindigkeit, Magazingröße, die ist doch eigentlich in so ziemlich allem besser, bis auf die Genauigkeit. Ja, dann würde ich sagen, muss die hier darunter leiden. Und die weißen Waffen, die werden wir jetzt mal ganz kurz wegbringen. Und warte mal, wie viel fehlt uns eigentlich noch zu der Mission? Zu den Waffen. 38, das heißt 12 Waffen fehlen uns noch. Wie viele weiße Waffen haben wir hier im Inventar? Ups. Nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Nee, geht darüber. So, jetzt. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis zu Zeroth in Strider Shooter 7. Fehlen uns eigentlich noch nur noch 5. Warte mal, was hat denn der hier so alles da? Der hat doch bestimmt ein paar billige Sachen da, oder? Nein, eigentlich nicht. Also ungünstig. Ja, aber wegen 5 Waffen will ich da nicht hin. Ich würde sagen, wir schieben mal eine Mission dazwischen. Und welche haben wir denn da? Nochmal, Pickel ist tatsächlich, glaube ich, wirklich. Da haben wir noch eine unentdeckte Mission. Da müssen wir sowieso zu in die Richtung, wo wir die Waffen abgeben. Ergo, eines der besseren Ziele. So, Triton Flats. Und ab geht's, würde ich sagen. Und da knarrt mein Stuhl schon wieder. Ich glaube, ich muss mir echt mal noch einen, ich muss, glaube, ich muss mir echt mal einen neuen Stuhl kaufen. Ja. Was ich interessant finde, momentan kommen tatsächlich öfters Kommentare auch wieder. Naja, gut, was heißt öfters? Kommentare eher weniger, eher Nachrichten auch. Über ein gemeinsames Zocken. Warte mal, wir nehmen auf jeden Fall die Kryo-Raketen wieder, wie immer. Ich stehe auf Kryo. Und an der Stelle möchte ich jetzt schon mal sagen, herzlich gerne. Ich sage das auch, denke ich mal, oft genug. Ah, da muss ich irgendwo hin. Ich denke, ich sage das auch oft genug in den, oder habe es auch schon oft genug in den Videos gesagt. Ich glaube, dass sie das nicht ist. Tete, das verdammte
Okay, was soll ich tun? Badass Schuhgerad. Ah, das ist der Zipfelklatscher hier. Gut, dass er noch nicht gefallen war. So, kommt her, sterbt ihr hässlichen Fliegenden. Ja. Was wollte ich sagen? Genau, richtig. Natürlich hätte ich gerne, auf jeden Fall, ich habe es ja jetzt schon oft genug gesagt in den Let's Plays, denke ich. Aber prinzipiell muss ich... Oh, wow. Okay, gut. Ein kurzer in unserem Flugmobil. Nimm das Echo. Oh. Ah, Echo vergessen. Prinzipiell muss ich da aber erstmal jeden auf das nächste Jahr verdrösten. Ich lasse die mal eben ganz kurz auslabern. Scheint mir nicht auf Hochdruck ausgelegt zu sein. Oh, ja, Sir, ganz bestimmt sogar. Die riesigen Händler verkaufen eben genau dieses Teil, nur umetikettiert, um ehrliche Kunden wie Sie zu betrügen. Bei meinen Preisen sparen Sie sich deren überzogene Gewinnmargen. Also dann, abgemacht, junge Lady. War schön, Geschäfte mit Ihnen zu machen, Sir. Viel Spaß beim Einbau. Ich habe einen dringenden Termin in Lunar Junction. Danke nochmal. Süß, aber dumm. Sobald ich diesen schicken neuen Dampfstrahlverdichter eingebaut habe, überfahre ich Sie und hole mir mein Geld zurück. Ah ja. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Das ist Eliza. Sie hört sich aber total schräg und vornehm an. Ach, Hauptsache, sie lebt. Die hat gar nicht gemerkt, dass sie fast brutal ermordet worden wäre. Zum Glück war der Verdichter defekt. Beeil dich. Vielleicht kannst du sie bis Lunar Junction einholen. Okay, suche in der Nähe von Lunar Junction. Das ist aber, glaube ich, nicht, Doch. Es ist leider. Okay, das heißt, wir müssen die Region nicht verlassen. Nein, auf jeden Fall, ich muss aber leider deswegen auch jeden verdrösten bis Anfang nächsten Jahres, um genau zu sein. Bitte aufpassen. Eher Februar, vielleicht nicht direkt am Anfang Februar, mit dem Umzug mit meiner Frau wird es halt einfach so aussehen, dass wir wahrscheinlich ab Februar direkt auch schon wieder Internet haben. Warte mal, gibt's hier vielleicht ein paar Waffen, ein paar billige? Nein, keine, die ich kaufen wollen würde. So, was soll ich tun? Suche in der Nähe von Lunar Junction. Ah, hier, Fahrstuhl. Und da draußen geht wieder irgendwie der Sturm um. Genau, richtig. Also wir werden wahrscheinlich so Richtung Februar direkt wieder Internet haben. Februar 2015, der offizielle Umzugstermin ist ja auch Februar 2015. Also alles dank irgendwo auch einer sehr guten Planung ist es mir im Prinzip auch möglich hier 4 bis 4, genau. Ja, ja, auf jeden Fall. 4 bis 5 Let's Plays pro Tag zu... Das ist doch nicht hier, oder? Warte mal. Lass uns mal eben... Ist das in die Titan Industrial Facility? Bildung. Diese Tür geht mir total auf meinen digitalen Keks. Nee, ist... das ich aktivieren kann, benutzen wir eben das. Wahrscheinlich wurde es von Scavs dort aufgestellt, die heimlich nach Concordia rein und wieder raus wollen. Okay... So, aber bring mich aber auch wieder zurück nach Trident Flats. Jetzt kann ich den ganzen Müll nochmal fahren, oder was? Nee, warte mal, ich gehe wieder zurück, das ist doch nicht wahr. Industrieanlage, da bin ich, glaube ich, rausgekommen. Nee, dann fahren wir mit dem Zug wieder zurück. Diese Tür geht mir total auf meinen digitalen Keks. In der Nähe ist ein Sprung. Ja, natürlich. Ja, Moment aber. Suche in der Nähe. Ja, aber... Moment. Okay, das ralle ich jetzt gerade irgendwie nicht so ganz. Irgendwie ralle ich das gerade nicht so ganz. Letzte Meldung. Diese Tür geht mir total auf meinen digitalen Keks. In der Nähe ist ein Sprungpad, das ich aktivieren kann. Benutzen wir eben das.